Einen wunderschönen 16. Dezember. Wir schreiten mit großen Schritten auf das Ende dieser Videoserie zu. Das hier ist von Philips Hue. Eine kleine Leuchte, Gartenleuchte, die nennt sich Lilly. Netter Name, ist schon sehr betagt, gibt es schon seit mehreren Jahren. Gibt es mittlerweile auch als XL-Version. Das hier ist die 600-Lumen-Variante. Ein kleiner Gartenstrahler, ein Gartenspot, den ich im Dreierpack mir dieses Jahr zum ersten Mal geleistet habe. Der ist nämlich gar nicht so preiswert. Es gibt aber allerdings immer Angebote. Der ist sehr hochwertig, meines Erachtens verarbeitet. Kommt mit so einem Kabelsystem, das man verlängern kann. Da kann man mehrere Spots in Reihe schalten und dann ganz am Ende ganz normal in die Steckdose stecken. Also ich habe es geschafft, sie zu installieren. Die werden beispielsweise auf so einen Erdspieß montiert oder da gibt es auch so eine Montageplatte, da kann man die auf eine Terrasse schrauben und das kam uns ganz gelegen, weil wir haben in diesem Jahr erstmals eine Terrasse gebaut, natürlich bauen lassen. Ich habe es gerade mal geschafft, diese Strahler hier in eine Steckdose zu stecken und dann per Hue Bridge, die man benötigt, in HomeKit einzubinden. Ich finde, die machen nettes Licht, die machen Farbe und die machen weißes Licht. Und ich habe die so konfiguriert, dass die morgens angehen und in dieser dunklen Jahreszeit ist es ganz nett, irgendwo Licht im Garten zu haben. So ein paar Bäume und Büsche zu bestrahlen. Und neben dieser Automation kann ich sie natürlich auch jederzeit per HomeKit steuern und einschalten, wenn es mir beliebt und die Farbe ändern. Und ich finde es nett. Also es ist sowas, muss man wahrscheinlich so ein höheres Alter kommen, dann findet man sowas nett, wenn sein Garten beleuchtet ist. Von Lilly, nicht von Lilly, sondern Lilly von Philips Hue. Gibt es in unterschiedlichen Versionen. Das hier ist die 600-Lumen-Fassung. Recht einfach zu installieren. Und sehr robust. Soll bis minus 20 Grad und plus 40 Grad, das ist so die Temperaturspanne, ausgelegt sein. Das minus 20 Grad, diesen Aspekt, den werde ich diesen Winter ausprobieren. Wir hatten bislang minus 18 Grad. Also ich bin nah dran und sie funktionieren noch. Nur im Moment nicht, weil ich sie abgebaut habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen an dieser Stelle wieder.